alla så vackert, men så fin buske här borta som blommar nu för första gången. När lillan kom till jorden, Maja syster. När lillan kom till jorden, det var i maj när djuken går, sa mamma att det lyste av vår grönt och av sol. Sjön glittrade som silver och körsbärsträden stod i blom och svalan kvick och munter. Det är palmen och vid en tid har vi löntider. Det syns i soppkök. Wow! Där sitter en tollas. Där får han också! Kämpa troll i palmen. Där syns en fikus, Benjamin. Ich einmäte sie jetzt. Ich sehe sie bara. Det är unsere... Oh, det blöd bald det var! Det blüht bald, was schön, lila Blumen. Das ist wunderschön. Riecht er gut? Ich bin so schön hier drauf. Wow, wahnsinnig. Und der Gärtner kommt durch. Ich habe vier mal pro Jahr. Schneidet einfach sehr viel. Ich mache so. Das ist nicht einmal so toll. Anlage haben wir da, das wird gewässert. Das ist gerade zur Presse gesetzt. Jeden Morgen wird da kommt Wasser aus dem Schlauch da, dieses System, das wir da gemacht haben. Das braucht man, das geht sonst gar nicht. Das ist uns toll. Und jetzt haben wir gerade Wasserrechnung bekommen. Just hit me voran kom. Gullvivans blym så svaja och finken slog så glada slag. Då blev jag döpt till mamma Maja, till lillan det är jag. Och därför säger mamma så är jag nästan alltid glad. Jag tycker hela livet är som en solskensdag. Så vackert, trevlig vår. Strykt, de luktar väldigt starkt. Där är de andra buskarna. Det ser ut som bär. Jättevackra. Pris. Berühmte Gummibaum. Er ist ein Meter gewesen, weißt du, Jo? Ja. Jetzt ist er riesig. Ich kann fast nichts trinken. Und wen gemeint, er stirbt? Ja. Und da hat's was hören! Tomato Toast. Das ist Spanien. Nicht Spanien. Und das ist der Tennisplatz. La Sella. Uruko. Ja. Es gibt drüber schnell Umfälle. Die Messe sind so wenig. Wer bringt ja hier so einen? Jetzt haben wir da Frucht. Tschüss. Jetzt werde ich mal von Margaritenstiel für meine Haare. Ja, und ist es innen in der Schule so klatschen oder vielleicht nur bei ihm? Nein, nicht alles. Also hier gehen wir dann weiter im Garten, ja, in den grossen Garten. Auf der anderen Seite haben wir Apfel, der ist auch immer schön. Aber spannend immer. Und immer Früchte und Bananen manchmal. Das ist so wie es wird.
wo du musst zahlen, weißt du, nicht dort reingehen. Ja. Ja. Alle hör auf. Da haben wir auch Früchte davon. Die kann man nicht mehr erinnern, wie die heißen. Aber die kann man auch in der Schweiz jetzt kaufen. Die sind sehr fein. Hat die keine Bananen? Bananen hat es dieses Mal nicht, die sind ziemlich. Aber dann rupfen wir gerade aus. Sieht das gut aus? Jetzt ein bisschen. Mitzi! Mau, mau! Mau, Mitzi! Mau, mau, Mitzi, da ist Mitzi. Mitzi kommt am meisten, wenn man im Garten ist. Mitzi! Psst, psst, psst. Jetzt ist spannend, das erste Abend. Jeden Tag. Wir müssen immer mitwerten. Rauslassen nachher. Ja. Die Palmen sind wie gross. Ui, das sind ja die kleinen Palmen, die wilden. Wow, die sind auch schön geworden. Das glaube ich ja nicht. Also nicht aus, sind die gewachsen. Wasserrechnung ist einfach so teuer, bis zusammen 500 Euro per Jahr. Ja. Zahle ich mir in Schweden. Nein, nicht einmal so viel. Gut. Tschüss. Geklettert! Ja. Cowboybaum! Das sind 300 haben die Pferde die gegessen. Die können wir immer noch. Die können wir verlangt mitnehmen für Geiss. Die Palmen, die wir entschieden haben, lassen sie, oder? Jetzt sind sie super schön. Wow. Das ist aber auch über 10 Jahre. Aber das sieht toll aus. Ist einfach so schön. Da vorne auch! Das ist einfach toll mit Palmen. Das ist ein Fitness, den ich mir. Das ist 1 Meter gewesen. Das ist ein Baumhütte. Das ist unsere. Oh, das blüht bald der Baum! Der blüht bald, weißt du, lila Blumen. Der ist wunderschön. Riecht er gut? Ich bin so schön gebracht. Wow, Wahnsinn. Und der Gärtner kommt durch. Ich habe viermal pro Jahr. Schneidet einfach so viel. Ich mache so. Das ist nicht einmal so teuer. Anlage haben wir da, das wird gewässert. Das ist gerade zur Presse gesetzt. Jeden Morgen wird da kommt Wasser aus dem Schlauch da, dieses System, das wir da gemacht haben. Das braucht man, das geht sonst gar nicht. Das ist sonst. Und jetzt haben wir gerade Wasserrechnung bekommen.